So, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir machen weiter mit dem Remix Drachen Sammel leicht gemacht 3, die geheime Welt der Sammelordner mit dem Trading Card Game. Ihr wisst ja, wenn ihr die ganzen vorangegangenen Videos verfolgt habt, ein paar Sammelkarten haben mir noch gefehlt. Ja, so sieht es aus bis jetzt. Und ich habe natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich die fehlenden Karten noch kriege und dass ich auch hoffentlich die richtigen Karten kriege. Die Seite hier ist übrigens die einzigste Seite, die ich komplett voll habe. Bis jetzt, ne? Haha, der Hammer. Und ja, ihr wisst ja, die ganzen limitierten Karten, die kommen noch in einzelnen Magazinen. Also keine Panik, wenn ihr es nicht komplett habt. Die könnt ihr noch gar nicht komplett haben. Die kommen erst im Laufe der Zeit. Bis Juli oder August kommt dann die letzte Dragons-Ausgabe mit der Karte von Grimmel drin. Also nicht die letzte Dragons-Ausgabe in der Form, dass es keine Dragons-Ausgabe mehr gibt, sondern die letzte Karte ist in dem entsprechenden Magazin drin mit Grimmel. So, und dann haben wir unsere 16 Karten auch voll. So, und hier hinten habe ich ja noch ein bisschen Platz. Da ordne ich dann noch was anderes ein. Das seht ihr dann wieder in diesem oder im nächsten Video. Aber ich will eigentlich gucken, dass ich das jetzt hier alles zusammenfassen kann. Ja, ich habe die Karten heute bekommen in diesem Päckchen drin. Ich habe noch nicht reingeschaut. Lasst uns das einfach gemeinsam tun. Hier ist ein Kleber, Ritsch und Ratsch. So, hier steht hier öffnen. War schon mal offen. Oder ist das Original? Ah, ist original verkorkst. Also gut. Extra nochmal drüber geklebt, ne? Nobel. So, dann hier. Schau mal rein. Extra verpackt. Oh, das ist ja wunderbar. Jesus, Maria und Josef. Tausendmal zugeklebt, ja. Das hält bis ans Ende der Welt. Gut, dann haben wir hier jetzt die Karten drin. Und ihr seht schon, sind auch noch andere Karten dabei. Genau, die hier. Das sind tatsächlich noch zwei fehlende für die Mysterium der Drachenreiter, ne? Von Netto und dann auch noch die speziellen Karten. Die schauen wir uns auch noch an. Oh, vielleicht mache ich da ein extra Video. So, und dann müssten das hier eigentlich alle Sammelkarten sein, die mir noch fehlen. Was ist das hier? Werbung? Marvel? Ja, wer es braucht, ne? Okay, so, Perspektivenwechsel. Dieser ganze Stoß Karten, niegelnagelneu. Die fehlen mir noch und ich glaube, sie haben sogar der Reihe nach hier reingepackt, wie es aussieht. Das hier sind die Glitzerkarten, die tue ich mal auf die Seite. Gut, dann lasst uns hier mal anfangen. Was ist hier noch dazwischen? Ah ja, alles klar. So, hier die Nummer 56, Donnertrommler. Ja, ich denke mal, die hat mir noch gefehlt. Ich habe schon wieder total vergessen. Auf jeden Fall auch eine klasse Karte. Super Bild, gestochen scharf. Auch der Hintergrund haben sie super gemacht. Guckt es euch an. Schöne Details. So, dann habe ich hier als nächstes weißes Nachtlicht. Genau, diesen kleinen Babydrachen Stephanie. Ja, habe ich noch nicht. Die Steffi, guckt es euch an. Total goldig. Ne? Gespannt, ob Swinmaster noch Actionfiguren zu den Minis rausbringt. Kleiner Tipp am Rande. Die kommen übrigens auch noch in den Dracheneiern mit den Plüschis drin. Also weißes Nachtlicht fehlt mir. Dann habe ich noch verspieltes Nachtlicht, auch mega goldig. Das ist ein kleiner Schmetterling. Seht ihr das? Zwischen dem Glitzern gar nicht so gut zu sehen. Die Nummer 61. Dann haben wir hier, ja, sehr gut, Hobgoppler, der kleine Nimmersatt. Mega Drachen. Oh, guckt mal hier die Bemalung an auf der Haut. Super, 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 super. Die Karte Nummer 64. Dann habe ich hier angriffslustigen Hicks mit dem Flammenschwert. Ja, den habe ich tatsächlich auch noch nicht. Nummer 74. Dann hier Taphnus Solo mit seinem geflochtenen Bart. Sehr gut. Die Nummer 83, das sind echt tolle Karten. Dann haben wir hier angriffslustige Raffnus und Taphnus. Ja, auch aus dem zweiten Teil die Nummer 86. Dann haben wir hier starke Valka. Sehr gut, habe ich auch noch nicht. Das ist ein echt cooles Bild. Boah, guckt euch mal die Wolverine-Krallen hier an. Ne? Krass. Aber ist echt ein schönes Porträt von Hicks Mutter. Mit der Nummer 99. Dann haben wir hier eine Puzzlekarte, die mir noch fehlt. Ebenfalls Valka und ihr Wolkenspringer. Hicks ist ja auch noch zu sehen. Das war die Nummer 104.
Dann noch eine Puzzlekarte. Hier haben wir ja auch ganz groß ohne Zähnchen drauf. Die Nummer 107. Dann hier gestürzt. Hakenzahn guckt hier zu Rotzbacke hin. Der sitzt auf seinen vier Buchstaben. Nummer 120, coole Karte. Ne, teilweise Motive dabei aus älteren Filmen, aber die man so noch nicht gesehen hat. Sehr gut. Drachenattacke, wow, cool. Aber die Sturmpfeil fliegt ja gerade davon und nicht auf die Dame hier zu. Nummer 124. Dann haben wir hier noch die Karte Untergang. Mit ohne Zahn die Nummer 135. Fehlen euch auch noch viele Karten. Na, dann drücke ich euch hier ganz feste die Daumen, dass ihr die bald kriegt. Licht ins Dunkeln. Jawohl, die Nummer 138. Dann haben wir hier Hände hoch. Die Karte habe ich bei allen möglichen Leuten gesehen, nur ich habe sie nicht gekriegt. Ne? Die Nummer 142. Fischbein. Dann haben wir hier Lagebesprechung. Ja, sieht ja fast aus wie eine Tafelrunde von König Artus. Da sitzt Hau drauf ganz hinten. Die Nummer 143. Dann haben wir hier Drachenfeuer. Der rote Tod. Schon richtig aufwendig gemacht. Ne? Das hier ist alles laminiert. Der Hintergrund eher nicht. Hat eine ganz andere Struktur als der rote Tod und seine Flammen hier. Der Burner. Nummer 146. So, dann... Och Gott, goldig, Freizeit. Ne? Oni macht sich hier richtig gemütlich mit der Nummer 152. Super, habe ich noch nie gesehen, das Motiv. Der Hammer. So, und dann haben wir hier, aha, Gittertür, Rotzbacke, Nummer 156. Hat er was ausgefressen? Eine Fallenkarte. Okay, dann haben wir hier Eislabyrinth. Da fliegen... einige Drachen durch die Gegend, Nummer 161. Kurzes Schwert, ja, das fehlt mir auch noch, Nummer 163. Dann hier die Axt, 166. Dann das rote Schild, habe ich auch noch nicht, sieht toll aus, klasse. 170 und die letzte Karte, 171, welche ist es? Das Wikingerschiff, alles klar. Okay, schön die Schilder hier zu sehen mit der Nummer 171. Ja, tatsächlich die letzte Karte von den normalen. Jetzt hier noch ein paar weitere Karten. Eigentlich fehlt ja noch die Nummer 1. Ja, gerade sage ich es, ne? Eigentlich fehlt mir noch die Nummer 1. Hier haben wir ohne Zahn Karte Nummer 1. Wachsamer ohne Zahn sogar, okay? Ja, der guckt sehr aufmerksam. Schön hier auch. Der Sattel von Higgs zu sehen, super. Schöne Karte. So, dann geht's weiter mit der Nummer, was ist denn das? 9. Boah, der Hammer. Guckt euch diese Kristallkarte an oder was auch immer das ist. Burner. Ultra ohne Zahn. Also das kommt richtig, richtig gut. Ne? Mit den Pixeln, die hier so leicht bläulich spiegeln und durch die Luft fliegen. Hammer. Schöne Karte. Wow. Sieht bestimmt mal aus dem Album. Dann haben wir hier Beobachtender Kotz und Würg. Ja, auch eine schöne Karte. Die Nummer 10 habe ich tatsächlich noch nicht. Zum Glück habe ich keine doppelte dabei. Das habe ich definitiv auch noch nicht. Hier haben wir Fröhlicher Kotz und Würg Nummer 12. Dann als nächstes. Ah, wieder so eine Spiegelkarte. Das ist toll. Das ist echt toll, wenn man die so vor sich hat. Der Hammer, hier steht Team Kotz und Wirk, Raffnus und Taffnus. Die Nummer 14, da kommt die Kamera gar nicht mehr hinterher mit dem Scharfmachen. Mega Kotz und Wirk, das ist Kartennummer 17. Guckt euch die an, spiegelt auch wie verrückt. Ne? Die hat diese Pixel drin, hier oben sieht man schön. Und diese schrägen Streifen, auch krass. Okay. Was haben wir noch? Wir haben entspannter Hakenzahn. Aha, das ist entspannt mit so zusammengekniffenen Augen. Ja, Uraltmotiv, wirklich absolutes Uraltmotiv. Die Nummer 21, aber toller Hintergrund, muss man immer dazu sagen.
Dann haben wir hier, yay, Astrid Sturmpfeil, auch eine schöne Glanzkarte. Team Sturmpfeil und Astrid mit der Nummer 31. Coole Karte. Dann haben wir hier Super Team Sturmpfeil und Astrid. Also ich sag ja, alle alten Bilder nochmal hier mit in den Topf rein. Ne? Hauptsache Karten Nummer 33. Es sind mir zu wenig Karten vom dritten Teil, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das ist schade. Hier haben wir die Nummer 34 und zwar Mega Sturmpfeil. Ne? Da gibt es Ultra Sturmpfeil, Mega Sturmpfeil, lustige, schielende, schlafende Sturmpfeil, boah, alles mögliche. Hauptsache das Ding, ne? Hier kommt schon die nächste. Ultra Sturmpfeil, sag ich's doch. Ne? Sieht auch gut aus mit dem Glanz. Super. Das ist die Karte Nummer 35. Habt ihr die auch schon alle? Ja, dann Glückwunsch. Starker Fleischklops. Müsste ja eigentlich starke Fleischklops heißen. Ne? Oder halt starker Kronkel. Von dem her die Nummer, was, 38? Ja, 38. Spiegelt auch super schön. Das wirkt richtig 3D teilweise, wenn ihr sie vor euch habt. So, dann nochmal hier Team Fleischklops und Fischbein Nummer 39. So sehen die beiden hier aus. Dann noch drei Karten. Wieder die beiden im Sturzflug, wie es aussieht. Die Nummer 40. Flugteam Fleischklops und Fischbein. So, die vorletzte Karte. Hier habe ich den Ultra Fleischklops. Die Ultra Fleischklöpsin mit der Nummer 43. Also die Karten sind echt der Hammer, muss man schon sagen. Richtig aufwendig. So, die letzte Karte. Hier habe ich, ja, beobachtender, schrecklicher Schrecken mit der Nummer 50. Oh Mann. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen, werde ich jetzt mal die ganzen Karten in meinen Ordner reinmachen und dann schauen wir uns den Ordner an und ich hoffe, er stand tatsächlich komplett. Hoffe, Sie haben keine Karten vergessen, mir hier reinzumachen. Ja, ich melde mich dann einfach gleich nochmal und dann schauen wir das in aller Ruhe durch. Also bis gleich. Und zack, da bin ich schon wieder mit einem komplett gefüllten Ordner. Also es waren tatsächlich alle Karten dabei und ich habe jetzt alles reingemacht. So, und das schauen wir uns jetzt an. Ihr seht hier also einen komplett gefüllten Ordner. Hier haben wir alle ohne Zahn Geschichten drin. Ich muss dazu sagen, die Karten sind ja jetzt der Nummer nach eingeordnet. Es sind halt komplett unterschiedliche Karten. Wir haben hier diese Ultra-Karten drin, die Mega-Karten, die Super-Team, also die Drachenreiter-Team und auch die einzelnen Gemütszustände-Karten, wenn ich es mal so bezeichnen möchte. Und das ist halt alles total kunterbunt. Das kann einem gefallen, muss einem nicht gefallen. Ich meine, wenn ihr die Karten zum Spielen verwendet, dann werdet ihr die eh nicht einordnen. Ne? Ihr braucht ja die Kärtchen. Von dem her, also ich habe es mir jetzt auch überlegt, ob man es vielleicht nachträglich, wenn man denn alle Karten hat, vielleicht so einordnet, dass halt die entsprechenden Karten immer zusammengeordnet sind. Ne? Also die Glanzkarten, die Karten mit dem weißen Rand und entsprechend den verschiedenen Glanzmustern, die sie halt haben. Ne? So ist es halt. Ja, ziemlich overload, was die Motive angeht. Ja, ich blätter hier mal weiter. Hier kommen die ganze Seite mit Kotz und Wirrkrafthaff, was wir aber später hinten auch nochmal drin haben. Ihr seht ganz unterschiedlich die glänzenden und die normalen Karten ganz unwillkürlich drin. Wir haben zum Beispiel hier zwei glänzende nebeneinander, direkt nebeneinander, nicht irgendwie ein bisschen aufgeteilt oder so. Dann hier geht es wieder weiter mit so Glanzkarten, also ja, schon ziemlich wild, will ich mal sagen. Dann hier die Seite mit den ganzen Hakenzahnmotiven, alles komplett. Ja, hier geht's weiter mit Sturmpfeil. Allerdings fängt's hier dann schon wieder mit Fleischklops an. Ja, und hier kommen dann auch schon Tagschatten mit dazu. Ne, also nicht straight, je Seite ein Motiv beziehungsweise halt ein Drache. Von dem her hier diese Seite noch. Ich denke mal, so kann man es gut sehen, oder? Ja. So, dann geht es hier weiter. Hier wird es dann kunterbunt mit allen möglichen Drachen. Na, ihr seht es ja,
Die Babys haben sie auch nicht in eine Reihe gepackt, sondern in zwei Reihen. Und wie ihr halt an den Drachen erkennen könnt, es sind wenig neue Drachen mit dabei. Ja, gerade wenn ich an die ganzen TV-Episoden denke, da guckt man hier ein bisschen in die Röhre. Es ist kein Dreifachstachel dabei und, ne? Ich brauche die jetzt hier nicht aufzählen. Ihr wisst Bescheid. So, dann sind wir hier quasi mit den Drachen durch. Das endet mit den Gruppenkarten unserer Standarddrachen. Dann geht es hier weiter mit den Drachenreitern. Los geht's mit Hicks. Dann kommt auch schon gleich hier Astrid. Dann sind wir hier bei Raftaff. Unten fängt schon Rotzbacke an. Fischbein, Gorobion, Hau drauf, Drago, Eret, Valka. Und das war's dann auch schon. Ne? Dann kommen hier diese beiden Seiten mit Puzzlekarten, jetzt auch vollständig. Ne? Die beiden haben wir noch gefehlt. Die hier war eh schon komplett. Dann geht es hier weiter mit den Action-Karten. Haben wir uns ja alle angeschaut. Ne? Da sind jetzt zum Beispiel keine Spiegelkarten mit dabei. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen komplett, damit ihr das alles mal sehen könnt. Aber ich denke mal, euer Ordner ist bestimmt auch bald voll. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann hier noch die ganzen Waffen und die Schilder. Und ja, als letztes noch dieses Boot. Es gibt auch kein schönes Gesamtbild. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Wäre schöner gewesen, wenn die drei Schilder auf einer Reihe gewesen wären und das Schiff irgendwo anders noch dazwischen. Dann von mir aus halt noch irgendeine weitere Waffen. Es gibt ja genügend. Ne? Zum Beispiel Hicks Flammenschwert oder so ist zum Beispiel gar nicht mit dabei als Einzelbild. Ja, also naja. Wie auch immer. So, dann, ja, hier ist Ende. Dann geht es hier mit den limitierten Karten weiter, die es halt bis jetzt gibt. Die anderen, wie schon gesagt, unter anderem auch die Karte 3, kommt jetzt in verschiedenen Heften. Ich stelle euch die Hefte, die Magazine auf jeden Fall alle einzeln vor. Und ich denke mal, wenn der Ordner komplettiert ist, werde ich es vielleicht nochmal auch dann komplett zeigen. So, jetzt habe ich hier hinten noch massenhaft Platz drin, ja, also da war Blue Ocean großzügig, da werde ich jetzt noch ein paar andere Karten einordnen, und zwar die hier, das sind die speziellen Karten vom Mysterium der Drachenreiter, ne? Die passen da natürlich wunderbar rein, das sind Stickers, aber die werde ich natürlich nicht aufkleben, ich glaube, ich habe sie nicht komplett, aber die ich habe, die werde ich hier auf jeden Fall einordnen, die schauen wir uns dann im extra Video an, und ich werde es dann hier entsprechend noch einordnen. Okay, ihr Lieben, ja, damit wären wir fertig. Ich habe mein Drachenzähmen leicht gemacht. 3, die geheime Welt, das Trading Card Game von Blue Ocean voll. Ich freue mich, hab's aus dem Kopf. Jetzt geht's wieder mit neuen Geschichten weiter. Habt das auch schon voll? Super, freut mich für euch. Und wenn ihr es nicht voll habt, auch nicht schlimm. Der Weg ist das Ziel. Ich drück euch auf jeden Fall feste die Daumen. Dann noch viel Spaß beim Sammeln. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Viele liebe Grüße an alle Abonnenten. Bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Yeah.